Sandler steht bei einer Straßenkreuzung und da bleibt auf einmal ein unglaublich schönes, großes Auto stehen. Und auf einmal, da hat er die Scheibe runter, schaut an mich, sagt, wie geht's? So, Chef, vernünftige Frage, so ein 20er für mich. Selbstverständlich, ne? Macht sein Geld da scharf, hat einen 20er, dann hat er durch die Scheibe aus, der will zugreifen, reißt das zurück, sagt er, aber nicht versaufen. Sauf schon lange nichts mehr, sauf schon nichts mehr. Der 20er wieder aus, der will hingreifen, reißt dann wieder zurück, aber auch nicht zu Frauen gehen, gell? Nichts mit den Weiberleuten. Weiberleuten, ich hab schon lange nichts mehr, schon lange nichts mehr. Der hat das Geld wieder aus, der will wieder hingreifen, zieht es wieder zurück, sagt er, aber auch nicht ins Casino, nicht ins Casino, okay? Spiel ist vorbei, es vergisst, verschwindet dich nichts mehr. Sag er, dann sitzt der nicht zu mir ins Auto, das Geld kriegst du selbstverständlich, aber jetzt fahren wir heim zu meiner Frau. Da bist du etwas, schon mal angekommen, zu dir heimfahren mit dem schönen Auto. Sag er, Kim sitzt der einer, weil grüne Sascha hat ja einen ins Auto, der sitzt hier einer, dann fährt er los, sagt er, Alter, was willst du mit mir machen? Sagt er, wir fahren jetzt zu meiner Frau. Erst, ich kann jetzt zu deiner Frau, schon mal habe ich auch schon, ich stink auf und dafür habe ich schon 8 Wochen nicht mehr gewaschen. Sagt er, eben, und jetzt fahren wir zu meiner Frau, weil ich muss ja sagen, wie ein Mann ausschaut, der nichts trinkt, nichts mit anderen Weiberleuten.